Ein Lichtblick am Ende des Gipstunnels in der Lackermiese. Die Eröffnung der Ausstellung «Città Irreale» am 6. Februar muss wegen der Pandemie verschoben werden. Zusammen mit dem Kunstmuseum und dem Theater St. Gallen wird die Lackermiese zum Leben erweckt. Als Kuratorin vom Kunstmuseum ist Nadia Veronese für den Aufbau der Kunstausstellung verantwortlich. «Città Irreale» bedeutet «irreale Stadt». Wir befinden uns hier inmitten der Präsentation mit raumgreifenden Installationen und großformatigen Werken aus der Sammlung des Kunstmuseums St. Gallen. Die Kunstausstellung mit den XXL-Skulpturen ist einzigartig. Es ist nämlich die Geburtstagsüberraschung zum 10-jährigen Jubiläum der Lackermiese. Die Schauspieler vom Theater St. Gallen können die Stadt aber nicht wie geplant als Bühne nutzen. Die Ausstellung «Città Irreale» sollte Bühne sein für das Schauspielensemble des Theaters St. Gallen. Nun wurde dieses Theaterstück in einen theatralen Audiowalk umgewandelt. Beim Audiowalk hört der Besucher die Stimme der Schauspieler über die Kopfhörer. Mit der Stimme im Kopf wird die Ausstellung so lebendiger. Sarah Masugos Tunnel, aber auch Bob Gramsmas Zellen wie die Matratzenzelle oder die Metallblechzelle sind mit dem Audiowalk begehbar und erfahrbar. Man erfährt Geschichten, wahre und fiktive, über die einzelnen Kunstwerke. Bis im März werden noch mehr Geschichten über die XXL-Kunstwerke geschrieben. Wenn das Ende des Pandemietunnels erreicht ist, öffnet auch die Lackermiese wieder seine Türen.